Hallo Leute, da hat's der 1905 hier mit Let's Play Die Gräfin und die Spinne. Ja, nach dem letzten Part sind wir hier angekommen, haben eine Fledermaus weggebasht und haben uns noch ein bisschen umgesehen, haben aber leider nichts weiter Interessantes finden können. Und ja, soweit sind auch die Häuser und alles kein Bedürfnis, auch wenn es seltsam klingt. Und dann würde ich trotz allem fast sagen, ich schaue noch mal kurz, aber da geht nichts, dass wir ja dann hier reingucken und uns mal ein bisschen hinlegen. Könnt ihr denn nicht mal ein Auge zudrücken, nur für diese Nacht? Tut mir ausgesprochen leid, Frau Zillow, aber ich bin leider nicht befugt, jemanden gratis im Hotel aufzunehmen. Mein Vorgesetzter weilt leider zurzeit außerhalb des Landes. Ich würde das Geld auch ganz bestimmt zurückzahlen, versprochen. Nein, das würde bloß Scherereien geben. Und wo soll ich jetzt schlafen? Versucht das Geld aufzutreiben oder fragt jemanden im Dorf. Na gut. Entschuldigung. Ihr habt wundervolle Augen. Ja, danke. Ich würde nur zu gern mit jemandem heute Nacht, tanzen. Wärt ihr bereit, dieser jemand zu sein? Ich, wie viel Geld braucht ihr? 70 Taler. Hier, nehmt. Vielen, vielen Dank, ihr seid mein Retter. Wenn ihr morgen vielleicht Gesellschaft braucht, kommt ruhig zu mir. Ja, ja, ist gut. Hier, bitte. Das Zimmer ist wie immer, Frau Zillau. Alles klar. So, kann ich mir jetzt erst nochmal schnell umgucken. Entschuldigt, werter Herr, aber der Bereich ist nur für unsere Gäste. Ach stimmt, da war ja was. Bitte trete doch vor die Theke. Herzlich willkommen in unserem Gasthaus. Wie kann ich euch dienen? Tja, also... ich gehe nochmal wieder. Was ist denn mit eurem Gesicht? Ein Unfall vor langer Zeit, der euch aber nicht weiter zu interessieren braucht. Tja, ich möchte übernachten. Natürlich, das macht dann 70 Taler. Bitte. Geht bitte in den zweiten Stock, das linke Zimmer ist eures. Alles klar. Gute Nacht. Ich will jetzt schlafen. Ich möchte aber... gut, dass wir das vielleicht gemacht haben oder auch nicht. Denn jetzt ist die Dame mit nach oben gegangen oder der Herr, je nachdem. So, das linke Zimmer ist unseres. Verriegelt. Und auch hier. Alles klar. Interessant, die farbliche Sortierung. Dazu muss ich jetzt mal was erzählen. Meine Mutter hatte schon immer ihren eigenen Kopf, wenn es darum ging, Bücher einzusortieren. Kleine vor großen, dickere nach unten, tiefe aber schmale, werden drüber gelegt und selbstverständlich niemals farblich beißend. Mein Vater begriff dies nicht so schnell, wie sie es gerne gesehen hätte. Folglich bekam er immer einen Schlag, wenn er sich irrte. Fortan las er nur noch sehr selten. Alles klar. So, dann gehen wir mal hier rein. Oh, cool. Gut, dann würde sich mal hinlegen, der Gute. Ein bisschen ausruhen. Tag 2. Oh, wir haben ja nur 10 Tage Zeit. Stimmt, da war ja was. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Hallo, jemand zu Hause? Entschuldigt bitte, Frau Zillau, aber ich kann im Moment nicht. Ihr habt ja gar nicht abgeschlossen. Da kann ja jeder reinkommen. Das macht ihr doch mit Absicht. Willst du mir nicht mal deinen Namen nennen? Meint ihr denn, dass das notwendig ist? Natürlich, meiner ist Jana Zillau. Raphael, angenehm. Hast du denn keinen Nachnamen? Was? Doch, doch, habe ich, aber der ist unwichtig. Wenn ich mich nachher kleinheimlich aus dem Staub mache, will ich doch nicht, dass sie mich suchen lassen kann. Na gut, was wollen wir jetzt machen? Am besten ihr geht eure Wege und ich meine. Du kannst mich ruhig duzen. Ja, ja, dann geht du deine Wege und ich meine. Willst du denn nicht noch etwas bleiben? Nein, tut mir leid, aber ich stehe unter Zeitdruck. Nicht einmal einen kleinen Spaziergang? Nein, nicht einmal. Doch, gerne. Wie wär's denn mit der Schlucht? Dort soll man ja sehr schön aufs Land blicken können. In der Schlucht kann man aufs Land blicken. Das sind doch überall Bäume. Verdammt.
Ich meine, da ist es so schön ruhig. Oh ja, Raphael, gerne. Ich mach mich nur schnell bereit. Ach, das hat jetzt aber Überwindung gekostet. Mann, oh Mann. Fürchterliches Weibsbild. Alles klar. Wenn ich Klamotten zum Wechseln hätte, könnte ich die hier drin lagern. Mhm, das stimmt. Wenn ich Klamotten... bla. Na dann. Und auch hier verriegelt. Und sie schaut uns hinterher. Okay. Alles klar. Und kann ich jetzt hier runter? Vergiss mich nicht. Ich freue mich so. Und ich erst. What? Oh mein Gott. Igitt, ist er tot? Wie sieht's denn aus? Lass uns von hier verschwinden. Nur Unterhaltungsliteratur. Hm, könnte das der oder diejenige sein, der hier gestern irgendwie rumgelungert ist? Keine Ahnung. Sehr interessant auf jeden Fall. Pünktchen, Pünktchen. Gut, dann gehen wir raus. In der Hoffnung, dass uns keiner verdächtigen wird. Ich speichere mal lieber ab, denn so genau weiß man das ja nie. Alles klar. Gut, jetzt ist hier ein bisschen was los, wie ich sehe. Sehr schön. So, dann schauen wir uns doch hier mal weiter um. Okay. Gut Ding, schöne Ding. Ja. Hallo, ne? Tut mir leid, Meister, heute ist Ruhetag. Ich bin heute bloß hier, um den überfälligen Abwasch zu machen. Och, jammer, schade. Na gut. Dann halt nicht. So ein Mist. Alles klar, schauen wir nochmal zur Fledermaus. Könnten wir eigentlich machen, ne? Mal hier gucken. Hm, nichts da. Gut, Fledermaus weggebasht. Gut, gut. Dann geht's weiter. Haben wir sie jetzt... Wir haben sie nicht in der Party. Okay, alles klar. Schauen wir mal hoch. Verschlossen. Dieses Kind dreht sich einfach nur wie verrückt im Kreis. Hallo, du da. Ich bin Lieschen. Sausewind. Na dann, sause mal schön durch die Gegend. Supi toll. Ein Laden? Oh ja. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft. Hier werdet ihr alles finden, was ihr für die Wildnis oder den Haushalt gebrauchen könnt. Hm. Okay, Maki Trank. Trank der Urahnen. Belebt einen besiegten Gruppenmitglied. Okay. Arzneimittel, heilt Vergiftung und so weiter. Zauberrolle. Hilft gegen Magieversiegelungen. Können wir mal zwei mitnehmen. Okay, alles klar. Cornwall Reader. Sehr schön. Dann schauen wir weiter. Gut, die Kiste haben wir aufgemacht, ja. So, da vielleicht noch nicht hin. Schauen wir nochmal hier rüber. Dum, dum, dum. Ach, verdammt. Und die Sonne scheint auch so schön. Wie? Oh, verzeiht, dass ich euch mit meiner schlechten Laune konfrontieren musste. Ach, geht schon, kenne ich. Ach, verzeiht, ich kann einfach keine Ruhe für ein nettes Plauderstündchen finden. Tja, dann... Will ich wissen, was euch plagt? Werde ich einfach wieder gehen. Ich will wissen, was euch plagt. Es sind die Verfluchten im Wald. Halbwiesenflur ist zu seiner Verwandtschaft weggezogen, um in Sicherheit zu sein. Klingt ja gruselig. Frauen entführen sie, wie mich. Und dennoch, bleibt ihr hier? Muss ich ja. Ich habe hier meine Arbeit. Tja, ich denke, da ist Hilfe aussichtslos. So ziemlich jeder Mordversuch ist gescheitert. Langsam... Aber sicher wird es zu bedrohlich, um Wiesenflur stirbt aus. Na, ist ohnehin kaum was los hier. Vorsicht mit dem, was ihr sagt. Der alte Fritz ist ziemlich vernarrt in dieses Dörfchen, tut alles zu dessen Verteidigung. Tja, wo kann man diesen Fritz finden? Ach, der rennt immer irgendwo bei der schönen Aussicht herum. Schaut einfach mal hinter den Häusern hier nach. Okay, ist klar. Dann gucken wir. Wollen wir vielleicht nochmal saven? Hier vielleicht. Ah. Diese vermaledeite Schifte. Die Verfluchten, wie ich annehme. Ja, ich suche schon seit längerem nach den Verfluchten nahe der Schlucht. Ja, und weiter?
Diese Ratten gehören ausgerottet. Eine Meuchelmission? Nein, danke. Ich werde es selbstverständlich horrend belohnen. Nein, verflucht nochmal. Gibt es denn keinen vernünftigen Lösungsweg, alter Fritz? Tod. Verstehe, tot. Dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Mag es sein, dass er die Verfluchten nicht ganz rechtens vorgehen, aber diese Mordschrei kann und will ich nicht gutheißen. Kein Bedarf. Okay. Gut, dann halt nicht. Wenn Raphael das nicht machen will, dann macht das halt nicht. Was soll ich jetzt noch dazu großartig sagen? Gut. Dann gucken wir hier weiter nach rechts. Soweit ich das überblicken kann, ist das hier ein Weg, der direkt zum Nordgebirge führt. Da will ich jetzt ganz bestimmt nicht hin. Das heißt, wir müssen hier aus Wiesenflur raus? Und wieder Richtung Felsenflur oder was? Oder wie? Scheint fast so. Ach so, vielleicht hier nach rechts, oder? Das könnte sein. Hier geht's zu einem ziemlich kargen Landstrich. Lieber erstmal nicht. Okay. Ja, und hier war doch jetzt die Problematik, dass ich noch nicht rein konnte, weil ich eine Lampe gebraucht hätte. Soweit ich mich noch erinnern kann. Das heißt, das können wir auch erstmal vergessen. Okay. Alles klar. Dann, ja. Keine Ahnung. Sind auf jeden Fall die Spinnen wieder da. Ach so, jetzt habe ich eine Frau dabei. Ja. Okay, alles klar. Stimmt, das war hier die Kirche. Ah, jetzt kann ich hier rein, weil es nicht mehr Nacht ist. Das ergibt natürlich auch Sinn, ja. Nur herbei, Schäfchen. Rettung nur vor dem Herrn. Wer seid ihr, guter Mann? Friedbert ist mein Name, Friedbert von Gnaden. Warum wohnt ihr in diesem abgelegenen Städte und gefährlichen Region? Oh, wer an den Herrn glaubt, wird auch Gefahr trotzen können. Seit wann lebt ihr hier? Etwa 6 Jahre, doch die Zeit wird mir nicht lang. Was? Die Zeit wird mir nicht... Okay. Ich habe ja meinen Glauben, der mich führt und eines Tages belohnen wird. Nun gut, ich möchte bitte gerne etwas mehr über euch erfahren, wissen, was in der Falltür ist. Die Falltür? Ach, da links. Fragen, ob ich euch helfen kann. Gern mehr über euch erfahren. Ich lebte früher einmal im Felsenflur, damals, als noch alles ruhig war. Doch das Dorf ist mir jetzt nicht mehr die richtige Gemeinde. Ich bevorzuge nun die Abwesenheit der Ruhe und des Glaubens. Die Anwesenheit der Ruhe und des Glaubens. Okay. Herbei, es ist Platz für uns alle da. Wissen, was in der Falltür ist? Unter der Falltür? Da geht es in den Keller. Nichts, was besonders ist. Macht euch darüber keine Gedanken. Fragen, ob ich ihr helfen kann. Helfen? Durchaus. Ihr müsst wissen, dass ich wiederholt Probleme beim Pflegen des Friedhofs hatte. Sie tauchten einfach plötzlich auf. Wer tauchte auf? Spinnen? Nein, nicht Spinnen. Es sind untote Bestien. Sie stoßen aus der Erde der Gräber in der Nacht ins Freie und zerstören die Grabsteine. Jeden Tag stelle ich die Grabsteine wieder auf, um den Toten den Frieden bieten zu können, den sie verdient haben. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber was für Bestien sollen das sein? Es sind Totenquäler, Wesen, die dazu verflucht sind, solange sie existieren, die Toten bei ihrem Schlaf zu stören. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr die Bestien ewigen Frieden schenken und sie damit auch zu den Ruhenden sendet. Gut, man kann in der nächsten Nacht ja mal den Friedhof aufsuchen. Alles klar, das konnten wir aber letzte Nacht noch nicht machen, weil da war ja am Friedhof noch nichts, sonst hätte ich das ja schon gemacht. Okay, alles klar. Okay, ja cool, cool. Da dürfen wir überall nicht hin. Okay, alles klar. Na gut, jetzt ist noch nicht Nacht, jetzt werde ich hier nichts weiter wahrscheinlich machen können. Okay, alles klar. Ruhen für den... Okay. Ja. Gut, das müssen wir dann in der Nacht nochmal machen, auf jeden Fall. Dass wir hier nochmal herkommen. Kann ich da hinten auch vorbei? Ja, kann ich. Okay, alles klar. Gut, so, jetzt ging es hier ja nach unten. Und wie war das jetzt hier? Fein, fein, fein. Da schwimmt was im Wasser. Sofort herausfischen. Lieber nichts machen. Zuerst mal näher begutachten.
Erstmal näher begutachten. Es sieht wie eine kleine Schatulle aus. Nicht besonders schmuckvoll. Eigentlich nichts Verdächtiges zu erkennen. Ja, wenn der schon so dort steht, dann vielleicht erstmal herausfischen. Oh ja! Okay. So, Heiltrank. Schatulle. Aufschrift, schau nicht hinein, Trauriger. Erst nochmal speichern. Und dann schauen wir hinein. Schwarzer Qualm. Es sind schwarz glänzende und funkelnde Anhänger und Edelsteine drin. Schattenschatulle. Dunkle Perlen und Anhänger. Vielleicht Tauschware? Möglicherweise Tauschware. Anlegen können wir es auf jeden Fall nicht. Okay, hat uns das jetzt geschwächt? Nö. Gut, alles klar. Dann, ja, sagen wir mal so, kann es nicht so schlimm gewesen sein. So, war jetzt hier noch irgendwas Interessantes? Hier war auch nur wieder die Höhle, wo wir... Moment, was haben wir hier? Da schwimmt eine Sanduhr im Wasser. Sieht allerdings von hier aus etwas merkwürdig aus. Quatsch. Dann lass sie halt im Wasser. Erst nochmal speichern. Quatsch nicht, fisch sie raus. Habe ich's doch geahnt. Dämonische Figuren umschlängeln den Glasteil der Sanduhr. Die hat früher einmal bestimmt irgendeiner okkulten Sekte gehört. Okay. Siegel, nee, Sanduhr. Um den Glaskörper herum schlängeln sich Dämonenfiguren. Oh boy. Dass alles so gut ist. Wenn sich da Dämonenfiguren rumschlängeln. Ach, und jetzt kann ich auf einmal hier rein. Hey. Ich habe gedacht, wir brauchen dazu eine Lampe. Klang hier gerade etwas bröselig. Die Wand vielleicht? Brauche ich da vielleicht eine Spitzhacke oder ähnliches dazu? Hier kann ich auf jeden Fall... Ich kann nichts anklicken, sagen wir mal so. Da tut sich gar nichts. Okay, alles klar. Gut, dann das vielleicht auch für später noch wichtig. Behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. So. Dann... Hier nur ein Erdhaufen. Gehen wir nochmal nach oben. Und... gucken mal weiter. So, von hier kamen wir jetzt. Genau, da sind wieder ein paar Spinnen, die wir wegbashen können. So, Spinnenschlag! So, kommt schon, Jungs, geht down. Yay! Spinnenschlag! Sollte mich vielleicht dann heilen. Und vergiftet sind wir auch noch. Vielen Dank. Und tot. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Aber zumindest kann man diese Heiltränke gleich gebrauchen. Das ist immer gut. Also Balancing her scheint mir eigentlich sehr gut zu sein. Also es ist überhaupt nicht so schwer. Das ist alles soweit okay. Also da... kann man echt nichts sagen. Gut. So. Nanu, keiner da? Hier sind wir jetzt ganz allein. Nur wir beide, du und ich. Das hat ja nichts zu bedeuten. Und ob? Also ich. Diese Frau treibt mich in den Wahnsinn. Warum sind die drei eigentlich nicht da, wenn ich sie brauche? Nein, danke. Okay. Jetzt hat er sie eingesperrt. Hm. Was zum Teufel? Ah, da kommen sie. Okay. Ach, ich hab's. Ein Stein mit Spinnen drauf. Sehr gut. Danke, Kalja. Und ihr? Habt ihr auch wen gefunden? Naja, sie war da schon drin. Aber erklärt es ihr ruhig. Macht's gut. Ich habe jetzt zu tun. Bis die Tage. Okay, alles klar. Ich werde die beiden lieber nicht stören. Nee, würde ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Denn das bringt nichts. So. Spinnen? Okay. Die habe ich gar nicht gesehen.
Gut, dann haben wir ein Mädchen, das wir eh nicht oder nie mochten, abgeliefert. Und, ja. Spinne tot. Oh, Level up. So, hier können wir jetzt wahrscheinlich immer noch nicht hin, ne? Weil wegen Lampe und so. Nein, nicht ins Finstere. Okay. Dann nicht. Dann, Siegel vollständig. Ein Stein mit Spinnengravur. Würde ich sagen, wir schauen beim nächsten Mal weiter. Hier bei Die Gräfin und die Spinne. Ich bin da 2005. Bis dann und ciao, ciao.